Ja, hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Minish Cap. Nach einer eigentlich schon wieder viel zu langen Pause bin ich wieder da, um ein wenig weiterzuspielen. Habe ich jetzt nicht Maulwurfshandschuhe dafür? Bam! Nimm das! Hehehe, Geheimnisse! Was ist hier? Das fühlt sich wie eine Truhe an. Yay! Glücksfragmente erhalten! Diese Fragmente sollen Glück bringen. Ich habe ja kaum Glücksfragmente. Aber brauchte ich das hier ja unbedingt. So, was haben wir hier? Nichts. Super! Ah! Lass mich in Ruhe! Was ist das? Noch eine Truhe! Ein weiteres Glücksfragment! Ich hab doch mehr als genug hier! Ah! So einer! Die sind doch eigentlich nur nervig, oder? Wirklich Schaden machen die nicht. So, gehen wir hier mal weiter durch. Dich befreie ich nicht, du bleibst schön eingesperrt. Oh, da ist noch eine Truhe. Noch ein Glücksfragment. So, gehen wir hier mal runter. Oh, hauaha. Was haben wir denn hier Feines? Geld. Geld, Geld, Geld. Wunderbar. Und Wasser. Ah, okay. Ich verstehe. Sieht aber so aus, wie als müsste ich erst das Schwert der drei Ich habe nichts gesagt, was irgendwie spoilern könnte. Nein, 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 nein. Vergesst, was ich gesagt habe. Das hat gar nichts gespoilert. Und je öfter ich sage, dass das kein Spoiler war, umso offensichtlicher ist es, dass es womöglich wirklich einer war. Naja, gehen wir mal weiter hier durchs Städtlein. Da ist ja eine Truhe draußen. Warum habe ich die noch nicht abgeholt? Na, ihr beiden? Ihr will nicht zufällig einer Fragmente vereinen? Nein? Okay. So, hier noch schnell kaputt gemacht. Dann will ich hier lang raus. Nicht die... Ach so, ja, da lang komme ich noch nicht raus. Ah, oh, das hatte ich bestimmt schon im letzten Teil gesehen. Schande über mich. Verbrennt ihn oder so. Diesen alten Schlamper. So. Gehen wir mal in hier das Haus. Na du? Drehen wir das Ding dann nochmal um. Jojo. Wir kommen zwar hier lang nicht raus, aber wir können hier hoch. Renn ich mal mit den Pegasus-Stiefeln gegen die Wand. Gucken, ob das was hilft. Dass die Masken da womöglich runterfallen. Yay! So, und zack, haben wir da oben auch einen Weg frei. Den nutzen wir mal flott. Und geschwind und geschickt und schnell. Und was haben wir hier? Hier leben zwei Minish. Aha. In diesem Haus wohnt ein wichtiger Mensch, der Bürgermeister. Haga heißt er. Das ist ja Wahnsinn. Und eine Wand hast du dir mit Briefmarken tapeziert, sehe ich. Der Bürgermeister sammelt Masken und stellt auch selbst welche her. Wow, da habe ich ja ein mordswichtiges Geheimnis hier freigelegt. Satz mit X. Das war wohl nix. So, was hast du mir zu sagen? Auf mein Ferien... Ach nee, auf mein Ferienhaus am Juliersee bin ich sehr stolz. Ein sehr, sehr hübsches, gemütliches Haus. Dort bastle ich Masken. Ja, so wie sich das für einen Bürgermeister gehört. Urlaub machen und Masken basteln. Du bist mein Mann. Okay, ich sehe schon, worauf das hier hinausläuft. Das kann ich noch nicht machen. Noch nicht. Ich habe erst zwei davon. Okay, dann kann ich das auch noch nicht so schnell machen. So, willst du Fragmente vereinen? Nein. Hallo, jetzt ist gerade Unterricht. Da darfst du jetzt nicht rein. Na, wie ärgerlich.
Da, 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 da. Gehen wir mal in die Bücherei. Oh, hi. Willkommen in der Bücherei. Wenn das nicht Narvik, Albarichs Enkelkind ist, sieh dich in Ruhe um. Ja, mach ich. Oh, hallo. Ich bin für die Bücherausgabe zuständig. Meine Nachbarin hat Probleme. Die scheint keine Probleme zu haben. Besteller der Saison. Auf Platz 3, die unendliche Geschichte von Hyrule. Platz 1, Fatih der Schrecklichste. Bäm! 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 Nimm die Bücherei auseinander, ihr Süßen. So, und was bist du für einer? Welches Buch leihe ich mir heute aus? Oh, ist das spannend. Und was ist... Was ist... Aha. Die Bücher bewegen sich ganz von alleine, aber das glaubt mir keiner. Na, ist auch eine dumme Geschichte. Wirbelstab. Da-da-da-da. So, schauen wir uns das hier mal an. Das sieht ja nach Minischwegen aus. Vollkommen richtig erkannt. Hi, na? Hey, na sowas, na sowas, na sowas. Die Bücher wurden verliehen. Nun kommen wir nicht mehr zurück zum Lexter, den Ältesten. Ob der Älteste allein klarkommt? Oh je, ich sorge mich so sehr. Die Bibliothekarin müsste eigentlich wissen, wer die Bücher hat. Wir Minis sind da vollkommen hilflos. Hier komme ich doch noch hoch, ist doch spitze. Die Bücher, auf denen man hochklettern konnte, sind alle verliehen. So kannst du Lexters Abenteuergeschichten nicht hören. Schade. Oh, da muss ich hoch. Ich verstehe. Ach, Link, spring doch da runter. Mal ein bisschen Mut hier. Ist er hier nicht... Ist doch ein Held. Keine Pussy. So. Ja, dann rede ich jetzt nochmal unten mit der Tuse, nachdem ich von verlorenen Büchern geholt habe. Gehört habe. All die hier sollte Probleme haben. Dieses Bilderlexikon der Tierwelt war schon ewig ausgeliehen. Aha, ja, Narvik, du hast es mir zurückgebracht. Danke, das ist eine große Hilfe. Ach, du bist wirklich sehr nett. Ja, das Buch hatte ich schon zufällig gefunden, aber es gibt noch mehr. Als nächstes wäre da das Buch, genau. Die Legende der Minich ist auch schon lange überfällig. Das hat ein Forscher, der etwas zerstreut wirkt, und er wohnt in der Nähe der Mühle am Bach. Ja, fürs erste Buch hätten wir hier nämlich auch so einen Hinweis bekommen, wie wir ihn jetzt haben. Was machst du denn hier? Oh, hi. Klar. Klar, wir fahren die Fragmente. Ich hab doch ein paar für dich. Und was passiert hier nun? Den Platz kenne ich. Oh, jetzt bin ich so motiviert, dass ich ein Haus in 5 Minuten baue. Ach du meine Scheiße. Ah, okay, ich verstehe. Ich verstehe. Das nächste Haus baue ich hier. Sie finden das Forst nicht. So etwas existiert ja auch gar nicht. Ich kann es gar nicht fassen, dass der König an solche Legenden glaubt. Oh, dieser König. Macht mich ganz wuschig. Das Minischhaus ist weg. Einfach eingestampft. So, hier soll der Typ wohnen. Was ist? Das Buch der Bücherei. Oh, pardon. Nun gut, komm doch herein. Ich bin Blöm, der Minich-Forscher. Du meinst die Legende der Minich aus der Bücherei? Ich habe das Buch schon seit ein paar Tagen nicht mehr gesehen. Sind vielleicht Mäuse in meinem Haus? Es muss hier irgendwo sein. Vielleicht kannst du es für mich finden. Ich muss weiter forschen. Ja, ich habe auch sonst nichts zu tun, ne? Wie kriege ich denn... Hä? Wie kriege ich denn die beiden zusammen verschoben? Hä?
Das irritiert mich. Erstmal ein paar Büsche zerschneiden, damit man wieder klarkommt hier. So, will ihr zufällig wer Fragmente vereinen, denn mehr will ich von euch gerade nicht. Nein, ihr seid alle nutzlos. Da gehe ich mal als Minish da rein. Vielleicht ist es ja hier drin. Hi, na? Oh, ja, den Spruch kenne ich schon. Den Spruch kenne ich schon. Habe ich tausendmal gehört. Das hilft mir gerade nicht. Ah, 5 weitere Rubinchen. Sehr schön. Hier, benutzen wir mal den Talisman, denn ich will Wasser haben. Ich will Wasser haben. Und du hast es hier drinnen warm genug. Okay, der ist aus. Aber hier die Bücherregale, die muss ich doch irgendwie beide nach links bekommen. Bam! Bam! Wie zur Hölle mache ich das? Naja, gucken wir erstmal nach, was wir da im Kaminloch jetzt erreichen können. Ob uns das überhaupt was bringt. Oder ob ich nur meine Zeit verschwendet habe. Aha. Bringt mir alles eine Masse. Das Schlimme ist, da ich die Quest kenne, könnte ich sie jetzt einfach so machen, glaube ich. Aber, nee. Wir spielen hier richtig. Ich will gerade mal wissen, was da oben nochmal war. Vielleicht konnte ich da Fragmente vereinen. Hallo. Arschloch. Boah. Erzählt mir was von einem ungehobelten Kerl und ich sage einfach Arschloch zu dem. Bin ja dann scheinbar auch nicht viel besser. Ich weiß, was ich hier tun muss, ich weiß nur nicht wie. Als würde das helfen. Oh. Wie soll ich das machen? Was für Items habe ich denn? Was zur Hölle soll ich hier machen? Ihr Leute. Ich würde hier das Bücherregal zu gerne erstmal ziehen. Oh. Wie komme ich da weiter? Oh, gehe ich da einfach mal als Mensch die Wege hoch. Das hilft zwar höchstwahrscheinlich absolut kein kleines 14 bisschen, aber was soll's. Nö. Ach, Menno! Was soll denn der Schiss? Ach, irgendwie stehe ich da gerade am Schlauch.
habe ich so die dunkle Befürchtung. Ach, Hundi, du nervst. Gehen wir mal in die Bücherei und fragen nach, ob sie da nochmal einen Hinweis haben. Das ist der blöde Postbote. Ja. Wow. Das hilft mir ja ungemein. Aber wir haben ein zweites Haus gebaut. Dann denke ich mal, beende ich den Part, indem ich noch einer Göttin, die hier nicht ist, zu einem Haus verhelfe. Mit einer der beiden müsste ich jetzt, glaube ich, Fragmente vereinen können. Nein. Ich würde auch gerne alleine wohnen. Ich werde sie mal besuchen gehen. Okay. Warum kann ich auch das nicht machen? Ich weiß, dass das zweite Haus, das da hinten fertig zu sein scheint, dafür ist. Menschenskinder. Stell mir eine Interessentin vor. Das sollte ja jetzt gehen. Nicht darunter springen, Link. Welche der beiden schicke ich denn jetzt dahin? Hier, die blauhaarige. Die hat schönere Haare. Oh, du willst mir ein Haus zeigen? Ja. Hier, wirklich ein ganz toll gebautes Haus? Toll. So, und jetzt können wir schnell darüber ein. Und sehen, dass sie in das Haus eingezogen ist. Oh, hi, na? Ach, guten Tag, Navik. Ich fühle mich sehr wohl in dem Haus. Wenn du eine leere Flasche hast, bekommst du einen Talisman. Ja, ich habe nur keine leere Flasche. Und ich verstehe dieses Bücherregal verschieben nicht. Magst du mir da nicht einen Tipp geben? Tipp. Ach, du bist nutzlos. Naja, einiges haben wir ja geschafft. So ein bisschen hin und her gerenne. Und nach langer Zeit wieder ein Teil. Wir sehen uns dann, denke ich, im nächsten Part, wo wir da noch weiterkommen. Bis dahin, euer Navik. Ciao.